Schlüssel. Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Cardomania zu einem erneuten Video. Wir machen heute weiter oder eine Fortsetzung für die Teile 9 Arten. Heute schlüsseln wir das Ganze in Bezug auf Berufe. Wir haben uns Berufe überlegt, die hier auch bei uns Kunden sind, wie die sich hier verhalten. Das ist natürlich wieder sehr extrem überspitzt dargestellt. Von daher nehmt es wie immer nicht persönlich. Ich würde nicht mal sogar sagen, wie sie sich verhalten, sondern wie wir es uns vorstellen. Genau, richtig. Wie es halt einfach passt, genau. So klischee-mäßig. Von daher nicht persönlich nehmen, bevor es losgeht. Wie immer abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen, denn... Ja, es sind noch sehr viele, also ich glaube aktuell über 70-75%, die bei uns zwar die Videos schauen, aber nicht abonniert haben. Ja, und das macht uns extrem traurig. Von daher einfach kostenlos abonnieren und gut ist. Richtig. Ja. So, wir verlieren gar nicht viel Zeit, starten direkt rein. Viel Spaß beim Anschauen. Let's go. Der Deutsche Bahn-Mitarbeiter. So. Spät haben wir es. 13.45 Uhr. Okay. So, Sie sind schon gefahren? Ja. Alles klar, dann legen wir gleich los, ja? Ja. Eine Ewigkeit später. Liebe Fahrgäste, aufgrund von Behinderungen auf der Strecke können wir leider noch nicht starten. Wir haben heute mit einer Verspätung von rund um die 15 Minuten zu rechnen. Wir entschuldigen. Hallo? Ja? Sie stehen jetzt seit 15 Minuten hier. Sie sollten um 13.45 Uhr losfahren. Ich habe noch keine Freigabe. Die Schienen sind blockiert. Da läuft eine Kuh rum. Der TÜV-Prüfer. Hey, Sie. So kann das Kart aber nicht am Rennen teilnehmen, das ist ja klar, oder? Warum sollte es auch nicht teilnehmen können? Also Motor läuft natürlich noch nicht, aber sonst kann das klar teilnehmen. Wir haben das alles durchgecheckt, läuft wunderbar das Ding. Läuft also wunderbar, ja. Sie können froh sein, dass ich heute nicht im Dienst bin, weil sonst würde ich es sofort stilllegen. Ja? Gucken Sie mal die Reifen an. Wo ist denn da noch Profil? 0,8 mm ist die Mindestprofiltiefe. Haben wir die hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die sind abgefahren, die Reifen. Ihnen ist schon bewusst, dass das Rennreifen sind, Semislicks. Ja, da gibt es gar kein Profil. Sind ja extra fürs Rennen gefertigt worden. Was glauben Sie, wie oft ich das höre? Jeden Tag, wenn die ganzen 3er-BMWs, die ganzen gepimpten Golf-GTIs hier ankommen, mit irgendwelchen Knallen hinten aus dem Auspuff raus. Zeigen Sie mir mal einen Fahrzeugschein. Wir mal sehen, was da eingetragen ist für Reifen. Und ich habe gesehen, der Auspuff ist ja komplett leer. Da ist ja nicht mal ein DB-Killer drin. Komm, zeigen Sie mal einfach die Papiere. Dann können wir das abkürzen. Ich will Ihnen nicht zu nahe zu treten, aber Sie sind bestimmt ein Top-TÜV-Prüfer für Autos. Aber das ist kein Auto, das ist ein Kart. Fährt nicht auf dem Straßenverkehr, das fährt hier drin bei uns in der Halle. Ja, und für die Sicherheit sind wir verantwortlich und um die kümmern wir uns auch. Ja. Aber ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Hat er auch kein Kennzeichen oder wollen Sie es deswegen stilllegen? Der Kindergärtner. Hi, guten Tag. Sie dürfen gleich Platz nehmen. Gibt es da keinen Gurt bei dem? Also, ich habe ein bisschen... Habt ihr nicht irgendwo so einen Gurt? Gurt gibt es hier keinen, weil Sie sitzen so tief im Kart. Da kann nichts passieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber wenn ich jetzt da dagegen, fliege ich hier nicht irgendwie raus dann? Also, ist mir... Also, ich meine, wissen Sie, wie, also hier rausfliegen so? Hören Sie, Sie können mir vertrauen, ja? Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich merke schon, Sie sind ein bisschen fürsorglich, aber setzen Sie sich rein, ich kümmere mich um Sie und es wird alles gut gehen. Probieren Sie es einfach mal aus. Der ist so ein Motor, kann der explodieren? Nein, der Motor kann nicht explodieren. Dass der warm ist, ist ganz normal. Aber ich sag immer, es ist ein bisschen wie eine Sitzheizung. Machen Sie sich keine Sorgen. Das sind schon ziemlich viele scharfe Kanten. Also das für Kinder ist es doch bestimmt ein bisschen gefährlich. Nicht, dass sie da hängen bleiben. Hören Sie, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Ich schicke Sie jetzt los, weil die anderen, die warten auch noch. Ja? Wenn irgendwas sein sollte, fahren Sie jederzeit in die Box raus, heben die Hand und dann komme ich zu Ihnen, okay? Alles in Ordnung. Und bevor es aber losgeht und Sie die ganze Zeit hier über die Sicherheit sprechen, wäre es vielleicht ratsam, wenn Sie sich noch einen Helm anziehen. Brauche ich nicht. Stahlkappe. Der Pilot. Hi, servus. Servus. Sie kriegen die Karte Nummer 2. Sind Sie denn schon gefahren mal? Nee, ich bin noch nie gefahren, aber ich bin Pilot und ich glaube, es ist kaum komplizierter wie 60 Tonnen Flugzeug zu landen. Von daher, das kriege ich schon hin. Mal hier
Startbahn sieht gut aus. Ganz ruhig, alles wie normal. So, okay. Dann holen wir mal die Checkliste raus. So, Lenkrad gecheckt. Gas gecheckt. Bremse gecheckt. Gas ist nicht mein Ding, brauche ich nichts machen. Reifen gecheckt. Alles klar, dann warten wir jetzt nur noch auf die Startfreigabe und dann geht's los. Mal noch eine Ansage hier an meine Passagiere. Sehr verehrter Fluggäste, herzlich willkommen hier an Fluggäste. Airbus A321 bei Cartomania. Wir sind kurz vor dem Start und bedienen einen aktuellen Flug. Der Deutschlehrer. Hi, willkommen. Ich kann direkt losgehen. Ja, perfekt. Dann Helm habe ich schon dabei, können wir loslegen, oder? Ja, so wie es aussieht, bist du der Einzigste. Also können wir loslegen. Einzigste gibt's nicht. Der Kollege meinte, du möchtest im Anschluss die Zeiten haben. Glaubst du, du bist schneller wie die? Wie die nicht, aber ja, ich bin schneller als die. Ja, richtig. Kurze Frage aber vorab. Der Weg hierher war vorher gesperrt wegen dem Polizeiauto. Ist das immer noch so? Wegen des Polizeiautos. Und nein, ist nicht mehr so. Hören Sie, steigen Sie jetzt in dieses Kart ein und seien Sie schneller als alle anderen und Sie sind trotzdem der Einzigste, okay? Das ist dieses Korrigieren, das ist echt anders unangenehm. Anders. Der Hobby-Kfz-ler. Das ist jetzt die Karre, mit der ich fahren soll, oder wie? Ja, richtig, genau. Du hast die Karre Nummer 2 heute. Okay, sind da auch die ganzen Motorsperren draußen oder sind die da alle noch drin? Was für Motorsperren? Ich wüsste nicht, dass der Motorsperren hat. Dein Kart hat ungefähr 5 Motorsperren drin, deswegen fahren die so langsam. Aber wenn du diese Sperren rausnimmst, dann geht das viel schneller. Dann fährt dein Kart ungefähr 500-600 km/h. Wo willst du das hier ausfahren bei uns? Hey, selbst mit denen rammen die uns ständig in die Wand rein. Also ich glaube, wir brauchen keine 500-600 km/h. Aber du bist vom Fach, oder wie? Naja, vom Fach. Also ich bin extrem gut belesen und kenne mich halt damit aus und mit dem Aufbau von dem Motor. Und da sind halt, wie gesagt, so elektronische Sperren drin. Und wenn man die rausmacht, dann läuft der Motor halt viel besser und dann schafft man so um die 500-600. Das ist wie bei Elektroautos. Ich habe das letztens auf TikTok gesehen. Da war es so, dass die eben... Da habe ich das gesehen von so einem Typ, der hat es erklärt. Deswegen, sind da jetzt Sperren drin oder nicht? Nee, sind keine Sperren drin, aber wir können sie ja noch tiefer legen, dass du bessere Kurvenlage hast, wenn du Bock drauf hast. Ja, ein bisschen KW-Fahrwerk, Luftfahrwerk, so für Lowrider. Beste ist, kann ich hier einbauen, kein Problem. Der Mathematiker. So, so Sie sind soweit? Ja, warte kurz, ich einmal kurz die Strecke analysieren. Ich da mit 43% Gasstoß Winkel rausgehe, dann müsste ich da hinten mit einem 90-Grad-Winkel rausdriften können. Dann wären da wieder A-Quadrat plus B-Quadrat gleich C-Quadrat. Wäre ich da hinten mit 43 Grad rein querstellen. Genau, eine Beschleunigung. S mal MG war das? Nee, wie war das? Ah, müsste ich mal meinen Kollegen fragen, der ist Physiker. Und dann, genau, da hier wieder anlupfen, damit der bei 0 Grad ist, den geben wir auf 20% Bremsstoß. Ja, passt. Okay, wir können. Bitte, was haben Sie analysiert? Hä, das ist doch logisch. Also, wenn du hier einen bestimmten Gasstoß in einen bestimmten Winkel reindrückst, dann kommst du da hinten mit einem bestimmten Winkel wieder raus. Alles Mathematik. Hast du in der Schule nicht aufgepasst, oder was? Das Einzige, was ich auf jeden Fall weiß, ist, ein Kart mit einer Primzahl ist deutlich schneller. Das ist alles, was du wissen musst. Let's go. Der Elektriker. Ah. Hier scheint aber viel Spannung auf den Lichtern zu sein. Das ist sehr schön. Oh. Was haben wir hier? Ah, ich glaube, da fehlt ein bisschen Glühmittel. Naja, müssen wir vorne mal Bescheid geben. Vielleicht ist es auch eine Glühbirne, ja, muss man vielleicht die Spannung messen. Naja, ich gucke mal. Der Autoverkäufer. Ah, hier haben wir das Schmuckstück. Ja, das ist doch wirklich ein schickes Kart, ne? Was stellt ihr euch denn so preislich vor für das Ding? Alter, die Dinger sind schweineteuer. 50.000 Euro haben wir bezahlt dafür. Ah, das ist nicht ganz in meinem Budget, aber wir sind nicht weit voneinander entfernt. Aber ich brauche auf jeden Fall eine 2 davor. Ey, das ist ein Top-Zustand. Das kann ich nicht machen. Ich brauche die 50. Nee, also Top-Zustand finde ich überhaupt nicht. Inspektion ist fällig. Das Kart hat überall Steinschläge. Auf jeden Fall eine 2 davor und Espresso geht auf jeden Fall auf dich. Ja gut, hast mich überzeugt. 29,9. Ich mache den noch einen Service und Espresso geht auf mich, okay?